Ja. Eine Frage, es geht um um eine Sicherheit am Morgen. Ja. Ich zeige dir ganz kurz, das kurz fassen. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a. Ja, Der hier. genau. Ja, ganz oben. Oben rechts. Nein, hier, ja, auf der Seite. Ach so, hier fängt es von links an. Ah, subhanallah. Okay. Subhanallahi wa bihamdi, adada khalqi, ja, wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Bedeutet, gepriesen ist Allah mit seinem Lob, so oft wie die Anzahl seiner Geschöpfe, so groß wie seine Zufriedenheit, so schön wie der Schmuck seines Thrones, und so viel wie die Tinte seiner Worte. Soll man, also Das ist eine gewaltige Dua, ja? Habt ihr gehört? Ich wiederhole, Subhanallah wa bihamdi. Gepriesen sei Allah und mit seinem Lob. Adada khalqi. So oft soll er gelobt und gepriesen sein wie die Anzahl seiner Geschöpfe. Allahu Akbar. Wie viele Geschöpfe hat Allah? Ah, gewaltig. Und dann, warida nafsi. Und er soll gepriesen sein und gelobt sein, so groß wie seine Zufriedenheit. Wie groß ist die Zufriedenheit von Allah subhanahu wa ta'ala? Unbegrenzt. Rida nafsi. Und so schön wie der Schmuck seines Thrones, o zinata arshi. Wie groß ist sein Thron und wie schön ist sein Thron, so oft soll er gepriesen und gelobt sein. Und so viel wie die Tinte seiner Worte. قل لو كان البحر مدادا لكلماته لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته أو قبل أن تنفد كلمات ربي. Wenn die Worte deines Herrn Allah, wenn die Worte Allahs, wenn die Tinte der Worte Allahs ein Meer gewesen wären, würde das Meer leer gehen. Wegen den Worten Allahs, weil sie so viele sind. Deswegen die Worte Allahs und die Tinte für die Worte Allahs auch unbeschreiblich. Das ist diese Dua. Und jetzt deine. Ah? Selbst wenn wir ein zweites brechen, ich glaube mit dem Meer, das zweites so, Meer, ein zweites Meer brechen, wenn es doppelt so viel. Also in dem Vers im Koran meinst du? Ach so, ja, lo gerne. Selbst wenn wir ein zweites Warte, أقول لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ مثله مددا. Genau. Richtig. Also sag, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. Also sag, wenn. Hat das jemand raus? Also, warte, das ist Surat al-Kahf am Ende. Moment. Surat al-Kahf, genau. Jetzt hat es eine Sache reingebracht hier. Genau. Sag, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre. Würde das Meer wahrlich zu Ende gehen? Ja? Würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen? Und dann. Auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten. Also noch ein Meer, zwei Meere, große Meere. Das würde nicht reichen. Wenn das nur Tinte wäre für die Wörter, die Allah sagt. Habt ihr verstanden? Und was sind die Wörter, die Allah sagt? Zwei. Koran und? Wie? Ja, also Offenbarung, Hadith Qudsi, Koran und die Wörter, die er als Befehl gibt. Für die Erschaffung, für das Leben, für den Tod und so weiter. So, was war jetzt deine Frage? Dahinter steht, dass man die Dua dreimal am Morgen sagen soll. Ja. In Klammern. Kann man oder soll man das auch am Abend sagen? Ich glaube, dass man das auch. Nein, hier nur am Morgen. Also darf ثلاث مرات إذا أصبح.
Darf man nur morgens lesen? Nur morgens, ja. So wie es hier steht. Genau. Okay. Barakallahu fikum. Oh ja, guck mal, so eine kleine Frage. Und dadurch haben wir über so eine gewaltige Sache gesprochen, Spanne. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح